Der eine oder andere war vielleicht beim Thank You Sunday vor ein paar Wochen dabei und da haben wir als ICF Hamburg bekannt gegeben, dass wir von einer Vision in Lübeck träumen. Von einer Vision, von einer Multisite-Kirche in Lübeck mit Hamburg zusammen, dass aus einer Kirche in einem Standort eine Kirche mit zwei Standorten wird. Und der eine oder andere hat vielleicht auch mitbekommen, dass meine Frau Christina und ich uns da als Ansprechpartner auf die Bühne gestellt haben. Und ich kann dir sagen, die letzten zwei Jahre waren verrückt, was das angeht. Da war noch nicht mal ein Teelicht manchmal drin. Und wir haben dann einfach Gott gefragt, ob das dein Ernst ist. Und wieder gefragt und wieder gefragt und wieder gefragt. Und Gertina, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber wir hatten einfach so viele Eindrücke und Ideen, dass wir denken, also das muss jetzt von Gott sein. Wir können es dir immer noch nicht sagen. Es kann immer noch sein, dass wir uns irren. Und ich kann dir auch eins sagen, seit wir das vor 2-3 Wochen bekannt gegeben haben, davor war es so ein cooles, kleines, inneres Projekt, was mega Aufregung gebracht hat. Unser Zuhause, ich schätze mal auch in Pantlis zu Hause, in die 2-3 Freundeskreise, die wir es mit reinnehmen konnten. Und es war so, boah, es geht vielleicht auch bald los und wir verkünden es bald. Es ist mega aufregend, oh, ihr seid so mutig, la 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 la. Es war mega ermutigend, don't get me wrong. Ey, aber seit 3 Wochen habe ich ohne Ende Schiss. Der große Tag kommt so, ja, wir verkünden Lübeck. Und ich so, ja, Christina so, juhu. Ey, ich gehe von der Bühne und denke mir so, ach du Scheiße, was haben wir denn jetzt gemacht? Und ich sag dir, ich habe 49% Angst in mir. Und ich hatte wahrscheinlich noch nie so viel Angst über eine relativ lebensverändernde Entscheidung wie über diese Entscheidung. Ihr müsst verstehen, da hängen irgendwann mal räumliche Veränderungen dran. Da hängen ganz konkret Jobveränderungen dran. Ich musste also meinen Job aufgeben und so weiter und so fort. Versteht ihr das? Das hatte einen Rattenschwanz an Entscheidungen und die Vorbereitung war so cool, war so smooth. Und dann kam hier noch ein Bild von Gott und dann kamen hier noch tolle Menschen mit einer Ermutigung. Und wir so, ja! Ey, und vor 3 Wochen dachte ich so, mm. Aber ich will dir eins sagen, ich habe seit 3 Wochen auch mehr denn je 51% Glaube für das. Ich habe seit mehr... Und ich habe seit 3 Wochen mehr Vision denn je für diese Stadt. Und ich habe seit 3 Wochen mehr Zuversicht und Hoffnung durch Jesus Christus in meinem Leben und für andere Leben. Und ich habe seit diesen 3 Wochen mehr als 51% Glauben, dass er das richten wird. Und dass wir seine Kirche dort bauen. Und dass er sein Reich dort bauen wird. Und dass sein Königreich da kommt, unabhängig, ob da 2 Kölis hinziehen oder auch irgendwann halt nicht. Versteht ihr? Und mein Schisstank ist hier. Und mein Glaubenstank ist Gott sei Dank hier. Und das ist das Einzige, was uns nicht hindert, da zurückzuziehen.